das optimale Einstreumaterial wäre eigentlich Sand. Das ist vom Hygienischen her und auch was Liegekomfort anbetrifft, optimal. In Nordamerika wird es fast ausschließlich verwendet. Nur bei uns ist ein Problem, wir können das nicht verwenden, denn wenn hier Sand reinkommt, dann bricht das ganze System zusammen. Das ist ja quasi unterkellert. Und die Gülle fließt hier ab und kommt wird dann in diesen Tanz da gekommen. Den Hintergrund von der Tour sozusagen, wo es dann auch irgendwelche Verschmutzung, ob man irgendwelche Hinweise auf den Durchfall hat, geht dann vorsichtig ein, mit ein bisschen Gleitgel, beurteilt dann die Spannung vom Anus, geht dann vorsichtig rein und wenn die zu fress, geht man immer die Zündchen auf den Brust. Wir haben den Begriff der Grundfutterverdrängung. Das heißt, die Kuh wird jetzt, wenn ich hier das hinkriege, den ganzen Eimer Kraftfutter fressen. Dann hat die allerdings nur die Inhaltsstoffe X aufgenommen. Mir fehlt allerdings alles andere. Das heißt, ich züchte die quasi zum Monogaster wieder. Und das ist fatal. Und dann ist eine Grundfutterverdrängung da und dann nimmt die Kuh sonst nichts mehr auf. Weil die ja quasi so viel Kraftfutter gefressen hat, dass sie eigentlich nicht mehr braucht. So, jetzt für den nächsten. Wer möchte als nächste dann rankommen? Die sollen 39 Tage tragen sein, nicht alle drei. Jetzt gucken wir hier nochmal das, was oben jetzt im Bild ist. Das ist im Prinzip die Gebärmutter, und zwar die Umschlagmutter. Kann ich jetzt ganz schlecht zeigen. Das ist ja praktisch der obere Teil. Was zu mir zeigt, ist die Umschlagstelle und unten sehen, wenn Sie es genau sehen, zwei schwarze Linien. Okay? Erstmal suchen oder erstmal? Ja. Einfach mal gucken, wo die Gebärmutter ist. Wenn die Kuh Luft zieht, wie sie es jetzt getan hat, dann muss man ein bisschen nach vorne gehen, den Darmfalte nehmen, ganz, ganz vorsichtig und leicht nach hinten ziehen. Und dann kommt die Luft raus. Dann haben wir schon Luft. So einfach. Weil hier werden alle Leute auch noch gucken. Ganz in Ruhe, einfach mal ein bisschen tasten, was da so sein könnte. Gehen Sie nochmal zurück ins Becken und nehmen nochmal das weiche Gebilde, was Sie da hatten, das ist der Muttermund, und verfolgen das einfach leicht. Dann kommen Sie automatisch zur Gebärmutter. Ja. Okay. Wenn Sie jetzt leicht sich weiter ertasten an der Gebärmutter, dann merken Sie, dass Sie zwei Hörner haben. Das ist das auch. Ja. Und jetzt, wenn Sie einfach mal so an den Gebärmutterhörnern machen, dann merken Sie, da ist keine Flüssigkeit drin, sondern das ist schlicht und ergreifend nur wie so ein bisschen dickerer Staub, der sozusagen. Okay. Jetzt machen Sie das gleich mit dem Ultraschall. Hier ist die Rinne, die hier ist gesehen. Also da kommt der Finger drauf. Und das ist eben das, womit man sieht. Okay. Und das muss ganz dicht an dem sein, was Sie sehen. Sie müssen es drauf liegen. Sobald da irgendwas dazwischen ist, sieht man nichts. Ich stelle mich hier oben hin und versuche die Bildschirm zu sehen. Das ist das Blöde an diesem Bildschirm ist, die sind eigentlich so gemacht, dass man nur, wenn man frontal drauf guckt, glücklich sieht. Das ist für zwei Personen schwierig. Ja. So, am Becken. Ja, haben Sie schon mal drin gehabt. Jawohl. Jetzt gehen Sie mal, bis jetzt verlieren Sie. Müssen ein bisschen nach vorne wieder. Nee, jetzt haben sie gar nicht. Jetzt ist weg. Aber das ist nicht so einfach. Man muss da ein bisschen auch wissen, wo man ist. Das ist nichts. Das ist ein Schallschatten da, das was da so runtergeht. Genau. Da war es aber leider so, dass schwierig, was du fühlst, und den Schalk auch gleichzeitig noch nicht. Man braucht jetzt nicht viel. Eigentlich macht man es jetzt noch nicht. Ja, ja. Ja. Also man geht mit dem Schallkopf hin und her und guckt, wo man ist. Ja. Okay. Und einfach den Schallkopf langsam hin und her nehmen. Da, wo sein müsste, ist mal was. Die Blase. Ist ja schon nicht schlecht, ist, oder die Gebärmutter ist mal aus der Blase. Muttermund vermutlich. Ne? Gehen wir ein bisschen weiter rein. Okay, jetzt zeigen wir nochmal nach unten mehr den Schalter, also drücken ein bisschen mehr nach unten. Sehen Sie, jetzt kommt auch was, ne? Ja. Das oben diese Linie, das ist die Eihaut, das ist praktisch das Amnion. Und das ist ein Querschnitt vom Kalb. Unten dieses dicke, was da rausgeht, das ist der Nabel. Wenn ich jetzt nach hinten gehe, haben wir die Hinterbeine. Da sehe
Seite zu lenken, wenn ich ein bisschen zurückgehe, sehen wir auch die Klauen. Nein, wir sind ja gerade dran. Und das ist das kalte Körper. Und da sehen wir auch ein bisschen die Rippen, wenn ich so drüber gehe. Ne? Wir gehen eine segmentale Untersuchung beim Kalb durch, die man halt zum einen immer nach der Geburt machen würde, aber halt auch, wenn jetzt ein Kalb krank ist, zum Beispiel Durchfall hat oder so, dass man halt vom Kopf bis Fuß alle Körperteile ja, sich erst anschaut, abtastet, abhört und guckt, ob alles in Ordnung ist oder wo es halt Anzeichen dafür gibt, dass eine Erkrankung vorliegt. Da wir sonst in dem Studium noch gar keinen Kontakt auch so zu Tieren haben, es ist ja relativ theoretisch, es ist einfach auch mal eine gute Gelegenheit, mal so ein Tier anzufassen und mal zu gucken, wie kann auch ein gesundes Tier aussehen. Ja, gerade bei Kälbern ist das ja nicht unangenehm. Nee, das stimmt. Wir haben ja auch den Niedlichkeitsfaktor dazu. Das darf ja auch sein.